diesem Züglein bin ich jetzt gekommen. Ich befinde mich hier in Bretten. Es ist in Deutschland, in der Nähe von Karlsruhe. Hier werde ich jetzt starten zu meiner heutigen Wanderung. So, guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, bin ich heute in Deutschland unterwegs. Es ist jetzt über ein Jahr her, wo ich das letzte Mal da war. Ich habe jetzt Bretten verlassen. Bretten hat übrigens eine sehr, sehr schöne Altstadt. Die könnt ihr auch in einem Film von mir anschauen. Ich bin jetzt unterwegs Richtung Pforzheim heute, von Bretten nach Pforzheim. Auf dem Europa-Fernwanderweg Nummer 1, E1. Der kommt ja vom Nordkap oben her und geht bis nach Sizilien. Ich habe jetzt dann fast schon den ganzen Teil in Deutschland gemacht. Und werde, oder geplant habe ich, bis in die Schweiz den Weg zu machen. Sieht man dann, ob ich das schaffe. Heute erreiche ich jetzt einmal schon den Schwarzwald. Gut, ich wünsche gute Unterhaltung. Das Dorfzentrum da. Das ist wirklich noch toll. Einen Blick nach Bretten. Es ist leider ein bisschen Niederschlag. Da wäre ein Sonnenblumenfeld. Nicht im Blühen. Ich gehe jetzt diese Richtung, wo das Wetter noch ein bisschen besser aussieht. So, da vorne muss ich abzweigen, nach rechts. Von hier an geht es jetzt dann in den Wald rein. Da ist ein ganz schöner Grillplatz. Für mich ist es jetzt aber wirklich noch zu früh. Heute habe ich, so wie es aussieht, den ersten Vorgeschmack auf den Schwarzwald. Es geht da doch schon ziemlich steil hoch. Dann da oben sind, glaube ich, doch langsam flacher. Ein schöner Wald,
da vorne wurde mir auch was in die Quere gelegt. Aber ist nicht schlimm. Aber noch ziemlich Efeu dran. Wahrscheinlich war hier auch ein starkes Gewitter. Wir hatten ja in den letzten Tagen in der Schweiz ganz starke Gewitter mit sehr viel Hagel. Zum Teil jetzt schon 3-4 Mal. Es hat sogar ganze Hausdächer. Alles wurde zerstört in gewissen Gegenden. Ganz schlimm. Kann mir jemand sagen, was das ist? Noch nie gesehen. Ganz interessante Pflanze. Da oben bin ich übrigens auf dem Kälberberg. Schon eine Kreuzung. Von da bin ich jetzt gerade hergekommen. Da muss ich auch nicht durch. Hier auch nicht. Aber da hier. Da geht jetzt mein Weg wieder weiter. Hier habe ich den Beweis. Und hier ist oben sogar ein bisschen eine blaue Stelle. Heute hat man noch nicht so das Gefühl, dass ich dann da irgendwo in eine Stadt komme. Ich bin wirklich fast immer nur im Wald. Das Einzige, was ich jetzt gerade überquert habe, ist vorher eine Straße. Aber sonst habe ich bis jetzt nur Wald gehabt. Das da ist weit und breit der älteste Grenzstein aus dem Jahre 1751. Doch auch interessante Gegend in dem Wald. Wie ihr seht, bin ich jetzt aus dem Wald wieder raus. So war ein bisschen blau. Und hier eine schöne Aussicht. Da hinten ist dieser Wald, wo ich jetzt so lange drin war. Das ist schön da oben. Jetzt müsst ihr schauen, der Ausblick, den man hier hat, Richtung Schwarzwald. Dieser Hügelzug da vorne, das ist der Beginn vom Schwarzwald. Und ich glaube, hier irgendwo geradeaus ist Pforzheim. Da unten, irgendwo hier, im Tal unten da. Mein heutiges Etappenziel. Das ist so schön da oben. Ah, traumhaft schön.
einen Hochsitz. Da drüben ist auch eine größere Siedlung. Da habe ich keine Ahnung, was das ist. Hier nochmal ein Ausblick in das Land Richtung Schwarzwald. Den Punkt, wo ich jetzt noch stehe, das ist übrigens, gehört das noch immer zum Odenwald. Es ist einfach traumhaft schön da oben. Da hier runter sieht man Richtung Rheinebene. Das ist jetzt halt ein bisschen zu weit weg. Aber man kann sich gut vorstellen, wo die Ebene ist. Da unten ist das erste Dorf nach dem Start. Das ist Stein. Da komme ich jetzt dann durch. Und da hinten nochmal der Schwarzwald. Noch ziemlich ein großes Dorf. Dort weiter vorne sehe ich gerade einen Zug runterfahren. Und da hinten ist wieder ziemlich eine Front. Gefällt mir nicht so. Aber so wie es aussieht, geht die in die andere Richtung. Und nicht bei mir vorbei. Diesem Stein geht es ziemlich runter. Und auch ganz weit hinten die Kirche. Ein hügeliges Dorf. Und da ist noch ein Schloss. Schönes Dorf, große Kirche. Komm, schöne Fachwerkhäuser. Sicher das Rathaus. Ich habe wieder eine schöne Waldpartie, da noch ein ganz bunter Stein. Wieder ein schöner Waldweg.
Vogelgezwitscher. Und hier soll ich mal nach Pforzheim kommen. Oh, das ist ein Dürrbaum. Das ist ganz oben. Ich glaube schon. Ich muss da weiter hinten nur noch über einen Hügel. Und dann bin ich dann oben. Und dann geht's durch dieses Tal. Oh, da sehe ich auch noch was Gutes. Hä? Das nehme ich jetzt gerade. Das ist so schön rot. Gut. So. Den Wetter habe ich jetzt auch noch gut getroffen. Am Anfang hat es ganz, ganz wenig geregnet. Aber ganz leicht nur. Und das bis zum Schluss so bleibt. Bin ich zufrieden. Dieses Tal da will und will nicht aufhören. Das Gemnenbachtal. Es sieht sich jetzt. Und ich bin auch wieder fast nur im Wald. Schade. Da kam auch eine Menge Wasser runter. Zum Glück war ich da nicht unterwegs, was gekommen ist. So, jetzt geht es doch wieder aus dem Wald raus. Das wäre jetzt das Tal, wo ich hochgekommen bin. Da hat es auch Äste und einen ganzen Baum genommen. Das ist auch ein alter, ist schon ein bisschen abgebrochen. Das da ist jetzt der letzte große Hügel von meiner Wanderung, den ich heute bezwingen muss noch. Oben habe ich dann übrigens auch die höchste Stelle von der heutigen Wanderung. Da vorne ist das Dorf Stein noch zu sehen, oder ein Teil davon, wo ich durchgekommen bin. Da unten ist sehr viel Holz abgestorben in dem Wald. Da sowieso in einer ein bisschen wilden Gegend. Man könnte meinen, es sei auf dem Pilgerweg. Einfach zu diesem kleinen Kapäuli. Interessant da. Schönes kleines Kapäuli. St. Wendelin. Ist da noch was angeschrieben? Kapelle. Ja, schön.
habe euch vorher was angegeben. Ich bin noch gar nicht ganz oben. Es geht da noch ziemlich weit hoch. Aber irgendwo da oben ist dann die höchste Stelle von meiner heutigen Wanderung. Ja, da vorne ist es nicht so gut. Und auch da oben wieder viel Wald. Aber ich bin noch nicht im Schwarzwald. Ich habe da wieder eine Waldautobahn. Und hoffentlich wartet das Wetter noch mit Regen. Müsste noch trocken ans Ziel kommen. Weil Regenschutz habe ich ja auch bei mir. Mal ziemlich Holz gefällt. Berghaus, dann da vorne die Kirche, die hat auch schon bessere Zeiten gesehen als jetzt. Das ist eine uralte Kirche. Ich habe nicht mehr weit, komme ich nach Pforzheim. Und ich, so wie es aussieht, habe ich riesiges Glück, weil es fängt wieder langsam an zu regnen. Da unten wäre noch die Bahn. Die verschwindet jetzt dann da hinten im Tunnel. Und ich werde jetzt dann schon bald in die Stadt reinkommen. Das da hier ist die E52. Die kommt von Karlsruhe und geht Richtung Stuttgart. Ich bin übrigens auch schon hier drüber gefahren. Eine gewaltige Brücke. Diese Autobahn umfährt hier Pforzheim. Und da unten wäre noch die Bahn. So, ich habe die ersten Häuser von Pforzheim erreicht. Jetzt geht es in die Stadt runter. Und ich hoffe, dass ich den Regenschutz nicht noch nach vorne nehmen muss für die letzten paar Meter. Pforzheim ist also auch an Hügeln gebaut. Da doch ziemlich steil runter.
Also ich bin beim Bahnhof angekommen, Pforzheim, bei Regen. Das ist der Bahnhof da vorne, der Übergangszug raus. So, das wäre die Stadt Pforzheim. Wir gehen noch zu einer Kirche. Auch wenn es jetzt regnet. Hier oben ist der Bahnhof.